entmutige ihn doch nicht. Ich habe geschlafen. Na, Hauptsache, er ist beschäftigt. Ist er bereit? Klar, ist er bereit. Sagen wir das nicht? Es gibt eine Konsole im Hauptkontrollraum der Shard. Lade den Virus dort hoch. Er wird das Trägersignal dauerhaft unterbrechen und so die Reflection-Naniten deaktivieren. Du musst einfach nur ganz nach oben. Der Rest regelt sich von allein. Mehr oder weniger. Kinderspiel. Genau. Das war der größte Run aller Zeiten. Oder mein Tod. Na, dann gehen wir es mal an. Noch einen letzten Rat? Nicht sterben. Ich schließe mich an. Das ist unsere Chance, Reflection im Keim zu ersticken. Also, los, Kleine. Rette uns alle. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Mirror's Edge. So, ihr habt jetzt am Anfang die Szene gesehen. Ich bin jetzt schnell hierher gelaufen. Und es war so, ich habe mir gedacht, ich war erstmal so voll so, oh komm, wir machen jetzt erstmal noch wieder Hauptmissionen und dann vielleicht noch ein paar Nebenmissionen. Dann ist mir auch so aufgefallen, so, das klingt schon sehr nach Finale. Also habe ich gedacht, komm, wir machen mal jetzt ein bisschen schnell noch ein paar Nebenmissionen. Habe das Ganze dann nicht weiter verfolgt hier, sondern habe halt erstmal ein paar Nebenmissionen gemacht. Und jetzt starten wir in die Shard. So, einfach annehmen. Würden Sie die Leute evakuieren? Nur einige wenige. Sie glauben offenbar immer noch, dass sich die Schäden beheben lassen. Bleib in Bewegung, Faith. Aber pass auf die beschädigten Bereiche auf. Das Glas dort ist möglicherweise zu brüchig, um dein Gewicht zu tragen. Aber uns wird ja der Weg gewiesen. Indirekt. Dass ich das nicht bekommen habe. Upsala. Na bitte, es geht aufwärts. Und los geht's. Sie wissen jetzt also, dass ich hier bin. Sie sind schon seit dem Bombenanschlag in höchster Alarmbereitschaft. Sie würden auf alles und jeden schießen. Was erwartet mich, wenn ich oben bin? Der Kontrollraum ist auf jeden Fall durch ein Sicherheitssystem geschützt. Was genau dich dort erwartet, konnten wir allerdings nicht herausfinden. Du solltest also mit dem Schlimmsten rechnen. Ich könnte das auch erleben. Ich dachte, ich schau mal auf der Party vorbei. Freut mich übrigens, dass du so gut vorankommst. Ich kann es kaum erwarten, Reflection endlich aus meinem Körper zu kriegen. So funktioniert das nicht, Icarus. Der Virus wird das Trägersignal unterbrechen, wodurch die Nanzen deaktiviert werden. Sie bleiben aber weiterhin in dir. Oh, jo, es ist ganz schön kalt.
Das liegt an der veränderten Luftdichte. Ich habe mich informiert. Der Sauerstoffgehalt wird ebenfalls sinken, aber das ist erst ab etwa 5500 Metern ein ernsthaftes Problem und so hoch kommst du nicht. Hallo. Was war die scheiß Tür auf? In dem Bereich gibt es zahlreiche Interferenzen. Stell dich also darauf ein, dass die Kommunikation irgendwann abreißen könnte. Geh einfach weiter, sobald du durch bist. Stell dir die Verbindung wieder hier. Oh mein Gott, wie bin ich da jetzt bitte durchgekommen? Ich weiß es nicht. Moment. Hätte ich so gern machen. Oh. Oh, jetzt. Oh mein Gott, der übelste Move jetzt wieder rausgeholt. Wo ich mir denke, oh. Ja. Oh, ein Glück hat sie das für mich gemacht. Ich bin nicht richtig abgesprungen. Ich bin jetzt oben. Ja klar, hier haben sie sogar noch ein Geländer reingemacht. Na easy. Oh. Easy. Du kannst durch einen der Lüfter fällen. Ich schalte ihn ab. Das war's. Beeil dich. Ja. Ihre Firewall sind ein Witz. Selbst meine Schwester könnte sich da reinhacken und die ist sogar noch dämlicher als Koma. Verdammt. Ich habe meine Drohne verloren. Irgendein herabfallendes Trümmerteil muss sie erwischt haben. Dieser Bereich ist instabil, Faith. Gebiet in Kommunikation gestört, Faith. Du wirst uns verlangt. Geh weiter und... Ja, wir gehen weiter, liebe Gemeinde. Ich tue mich hier an leuchtenden Rohren hochhangeln. Alles easy. Psala. Was musste ich denn da jetzt machen? Ich habe so gedacht, oh, was kommt denn da? Oh, das kommt aber ganz schön nah. Und dann, puh, denken wir so, okay. Okay, wissen wir. Bescheid. Ich bin da jetzt 5000 Tote gestorben. Ich hätte einfach warten müssen. Ist das ärgerlich? Richtig ärgerlich. Ich dachte, ich muss es irgendwie hier ganz schnell wechseln oder so. Weh. Okay. So, jetzt sind wir hier im... erreicht. Prima. Auf der anderen Seite ist ein Aufzug. Den kannst du nehmen. Ich habe noch nie zuvor derart viele Bäume gesehen. Hier ist es wunderschön. Die meisten Mitarbeiter wissen nichts davon, aber Süßwasser wird in Cascadia schon bald ein überaus kostbarer Punkt sein. Stadt könnte ein bisschen hiervon gut vertragen. Du musst ganz nach oben durch den Lüftungsschacht fällen. Allerdings wird es nach der Mauer abreißen, diese abgeschürzten. Ja,
Also ganz ehrlich, es sah wundervoll aus. Schon praktisch ab und zu weiß man dann schon ein bisschen, wie man ticken muss. Okay, ich kann nichts machen. Ja klar, runterfallen kann ich, aber springen oder so ein Scheiß geht nicht. Das ist nicht realistisch. Oh nö. Hi. Ups. Ich will nicht sagen, aber ich bin ein bisschen blöd. Okay, machen wir diesmal etwas langsamer. Ich weiß nicht, kann ich mich denn hier irgendwie ranhängen? Okay. So. Ja, das war der Plan. Ich hoffe, es geht euch nicht zu schnell. Also, weil... ich versuche halt jetzt hier schon nicht irgendwie 5000 Stunden hier rumzuhängen. Nichts machen. Nichts machen. Huch! Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? War das so gut? War das so gut? Ich weiß es nicht. Hat sie sich jetzt nicht festgehalten? War es das Falsche oder? Wo zur Hölle stehe ich denn jetzt drauf? Ah! Oh, das habe ich natürlich nicht gesehen. Und zwar gab es hier so ein komisches Etwas. So ein Stab, so eine Strebe. Das ist aber so eine Strebe. Kommt jetzt nicht noch was? Na, ich glaube nicht. Oh, hier müsste ich jetzt weg. Wo muss ich bleiben? Die hat es irgendwie von uns nicht angenommen, so richtig. Oh nein! Oh nein, ich bin wieder irgendwie daneben gesprungen. Das ist doch... heute etwas zum Mäusemelken. Sie springt heute irgendwie nicht so ganz, wie ich möchte. Böse Face. Böse Face. So. Alle guten Dinge sind drei. Wo ich eigentlich jetzt nicht so viel Bock habe hier noch. Muss ich da jetzt warten? Ich warte. Hier musste ich mich wegbewegen. Muss ich auch nochmal machen. So. Gut. Ich versuche sie jetzt genauestens anzuvisieren. Ich muss hier weg. Oh mein fucking hell. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, danke schön. Kommt jetzt erstmal was von oben? Wo muss ich denn da machen? Wo muss ich da hin? Okay. Oh, ich habe mich jetzt so geärgert, wenn ich jetzt runtergefallen. Oh mein Gott! Ich bin durch. Die Schäden hier sind enorm. Mal ganz kurz nach hier hinten schauen, ob hier hinten noch irgendwas ist. Oh. Wusch. Wir sind etwas weiter oben angekommen. Ich will, dass hier noch irgendwas rumliegt. Mann, warum liegt hier nichts rum? Schade, Schokolade. Ah. So.
Oh, ich habe jetzt gerade gedacht, dass da jemand ist. Oh! Du solltest abspringen, meine Gute. Ich habe Leertaste gedrückt. Ich habe dir eine Eingabe gegeben. Das war schlecht. Aber naja. Man kann auch mal schlechte Witze machen. Holy moly, es geht aber ganz schön hoch, liebe Gemeinde. Ganz ehrlich, ich sehe es kommen. Ich bin da oben, das Ding stürzt ein und ich sterbe. Das wäre doch eigentlich mal schick, oder? Anders. Ja klar, hier hat jemand sein Tablet stehen gelassen. Hätte ich nie gemacht. Dass das Zeug, woran ich mich hochhange, immer noch steht, ist schon ein bisschen verwunderlich, ne? Der Hell. Ich tue ja hier kreuz und quer. Ganz ehrlich, wer hat das konstruiert? Also erstens müsste man das erstmal sich ausdenken. Und es ist halt irgendwie ein bisschen schade. Ich ziehe mich halt hier nur hoch. Und ja. Ich ziehe mich nur hoch. Okay, jetzt schwinge ich mal schnell. Aber es sieht alles sehr kaputt aus und... Ach nein, wirklich, es sieht ja kaputt aus, klar. Das ist ja mal... ne? Krasse Erkenntnis. Na, guck, darf ich. Wow, 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 wow. Wo tue ich mich denn da jetzt hin? Potten. Oh mein Gott. Genau auf solche Trigger-Momente habe ich gewartet. Genau. Oh! Nein, ich bin gestorben. Fuck. Nein, wirklich? Come on. Safe erstmal. So, wo muss ich jetzt hin? Okay. Oh. Dann bin ich immer bis hinter gekommen. Dann habe ich den World One verkackt. Oh, wir sehen jetzt hier auch im Hintergrund die Schafe. Nice. Ach nee, okay. Okay, oh, danke. Ich habe mir jetzt fallen lassen, das hat keinen Sinn gemacht. Ich habe da keinen Bock noch irgendwie großartig noch wieder zurück und zurück und zurück. Jawohl, Bitch. Und jetzt? Oh, oh, oh. Wo muss man jetzt lang, liebe Gemeinde? Ich weiß gerade nicht so ganz, wo ich lang muss.
Choices. Guck mal, dass du vorsichtig bist, Faith. Hey, Leute. Hier ist ein riesiges Loch in der Wand. Die Explosion hat eines der Motorräder abgerissen. Du brauchst vermutlich das Mac, um weiterzukommen. Nein! Bist du behindert? Ich hing fest. Boah, Faith, ey, du bringst mich heute wirklich an den Rand des Wahnsinns, ey. Ganz ehrlich. Ich bleibe in der Textur hängen. Guck mal, dass du vorsichtig bist, Faith. Hey, Leute. Hier ist ein riesiges Loch in der Wand. Die Explosion hat eines der Motorräder abgerissen. Du brauchst vermutlich das Mac, um weiterzukommen. Huch. Sie hüpft da noch drauf rum. Ja, aber was bist denn du? Hallo, du sollst einfach gerade gehen. Meine Fresse. Ich bin heute nicht für sowas in Stimmung. So viel Schlechtes. Nur zumindest spät. Upsalam. So, Faith, jetzt komm. Guck mal, dass du vorsichtig bist, Faith. Hey, Leute. Hier ist ein Riesenloch in der Wand. Jetzt habe ich es verstanden. What the? Es ist jetzt nicht mehr mein Faith. Plastik versucht, die Ausruftüren für dich zu öffnen. Aber such trotzdem noch nach einem anderen Weg, nur falls ich es nicht schaffe. Natürlich schaffe ich das. Ich habe eine verborgene Tasche gefunden. Die habe ich nicht gesehen. So, jetzt muss ich erstmal hier wieder reinkommen. Hallo. Ich bin's, Nika. Liebe Gemeinde. Was wollt denn ihr von mir, ihr Bitches? Plastik, du musst die Türen öffnen. Ja, nein. Ich tue das, was ich kann. Ich bin sauber. Ich tue, was ich kann. Die Türen sind offen. Na bitte, sie sind offen. Welche Türen sind denn offen? Welche Türen sind denn offen? Welche Türen sind denn offen? Hallo? Welche Türen? Ah! Boah. Ich habe hier den ewigsten Kampf gemacht. Okay, die standen aber auch alle nah beieinander. Huch! Ich hab's geschafft. Er tut mich gerade was anvisieren. Okay. Ich wollte mal noch ganz kurz. Es ging runter. Es gibt immer noch keine Anzeichen für eine vollständige Evakuierung. Was ist mit Kruger? Schwer zu sagen. Wir wissen noch nicht einmal, ob er überhaupt im Gebäude ist. Es könnte sein, dass er es sicherheitshalber verlassen hat. Ich hab die Spitze erreicht. Was für eine Aussicht. Natürlich hast du gewonnen. Du bist die bessere Runnerin, Faith. Und du bist ein Idiot, Icarus. Faith, die Konsole, nach der du suchst, müsste direkt unter dir im Hauptkontrollraum sein.
Ja, in der Ruhe liegt die Kraft hier. Wir noch mal schnell gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Und wir müssen es ja auch noch bewundern. Was? Nein. Ich habe die zweite versteckte Tasche gefunden, liebe Gemeinde. Ganz ehrlich, wer baut bitte sowas? Also es ist allgemein mega sinnlos, hier oben noch irgendwas hinzusetzen. Und seht euch diese Stadt an. Weißt ihr, das sind so gefühlt die Städte der Zukunft. Was eigentlich vertraue ich? What the hell? Nein, die haben hier oben nochmal Wasser hingemacht. Was ist denn das für ein sinnloser Shit? Ich bin da. Und hier ist tatsächlich eine Kontrolle. Nein. Sehr gut. Verbinde jetzt das Omnistat-Laufwerk damit. Den Rest erledigt dann der Virus. Und stell dich schon mal darauf ein, dass es bei dir in Kürze vor Wachen nur so wimmeln wird. Nein. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in einer neuen Folge. Bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann, wie gesagt.